Die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ist die neue Verteidigungsministerin. Deswegen müssen die Abgeordneten ihren Sommerurlaub unterbrechen. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer wurde am Mittwoch als Nachfolgerin der bisherigen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ernannt. Diese wiederum wurde zur EU-Kommissionspräsidentin gewählt. Die Opposition übt Kritik an der Personalentscheidung. Alles Wichtige erfahren Sie in unserem Ticker. Uhr. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Annegret Kramp-Karrenbauer haben offenbar schon seit 2 Wochen über die Nachfolge von der Leyen diskutiert. Dabei stand auch schon ein Wechsel der CDU-Chefin in das Kabinett zur Debatte. Nach Informationen des Spiegel soll sich Kramp-Karrenbauer schon seit dem Bekanntwerden der Personalie von der Leyen mit einem Antritt in die Bundesregierung beschäftigt haben. Der bayerische Ministerpräsident Söder wurde am Montag in einem Telefonat mit ihr und Merkel darüber informiert und gab seine Zustimmung. Die endgültige Entscheidung fiel dann am Dienstag. In einer Telefonschalte wurde das restliche CDU-Präsidium mit ins Boot geholt. Anschließend wurde die SPD informiert. Bei den Sozialdemokraten wird ihre Eignung für den Posten in Frage gestellt. SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach findet den Wechsel problematisch. Da die neue Ministerin das Amt offenbar nutzen will, um sich für eine Kanzlerkandidatur zu profilieren. Diese Umfrage und Abgeordnete müssen Sommerurlaub ihretwegen unterbrechen und Date 19. Juli 2019, 9:18 Uhr. Die designierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen rechnete mit, dass CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ihr Hauptaugenmerk auf das Amt als Verteidigungsministerin richten wird. Das machte die CDU-Politikerin in einem Bild-Interview Freitag deutlich. Auf die Frage, ob es schwer sei, das Ministerium zu managen, wenn man gleichzeitig die Partei führe, sagte die bisherige Ressortchefin. Ich bin überzeugt, dass Akt den Schwerpunkt auf das Verteidigungsministerium legen wird. Und wir sollten nicht vergessen, dass wir 13 Jahre lang eine Kanzlerin hatten, die auch Parteivorsitzende war. Sie sei fest davon überzeugt, dass Kramp-Karrenbauer das schaffen werde, sagte von der Leyen und verwies
darauf, dass die heutige CDU-Chefin unter anderem 7 Jahre lang Innenministerin im Saarland war. Zudem habe sie umfangreiche Erfahrungen mit der Saarlandbrigade der Bundeswehr. Machen Sie mit und stimmen ab Kramp-Karrenbauer. Was verrückt merken der? Sommerpressekonferenz 20.08 Uhr. Kurz vor ihrem Sommerurlaub will sich Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, am Freitag, 10.30 Uhr, den Fragen der Journalisten in Berlin stellen. Die Sommerpressekonferenzen der Kanzlerin haben Tradition. Üblicherweise nimmt sie sich viel Zeit dafür. Gefragt werden dürfte Merkel diesmal vor allem nach der Neubesetzung des Verteidigungsministeriums mit CDU-Chefin. Annegret Kramp-Karrenbauer zu den Vorhaben der Regierung in Sachen Klimaschutz. Parallel zur Pressekonferenz ist Klimaaktivistin Greta Thunberg bei. Eine Fridays for Future-Demonstration in Berlin 13.30 Uhr. Aus der Union hört man nur Positives über die neue Besetzung an der Spitze des Verteidigungsministeriums. Die Opposition kritisiert die Ernennung Kramp-Karrenbauers jedoch heftig. Ähnlich sieht es auch die Bevölkerung. Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts KIWAI für Spiegel Online. Bewerten fast 3/4 der Deutschen Achswechseln das Ministerium als negativ. Nur 13,2% sehen den Wechsel positiv. Bei den CDU- und CSU-Wählern schneidet Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin etwas besser ab. Aber auch hier bewerten rund 37% den Wechsel positiv, 44% sehen ihn als negativ. Im ZDF-Journal sollte Akt Klaus Kleger Rede und Antwort stehen. Sie erwies sich jedoch als hartnäckige Gesprächspartnerin. Klaus Kleber biss sich im Heute-Journal an Akt die Zähne aus. Kramp-Karrenbauer, Verteidigungsministerin will Vorbild für Frauen sein. 10.18 Uhr. Die neue Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU, will in ihrem neuen Amt Vorbild für andere Frauen sein. So wie ich von der Arbeit der Frauengeneration vor mir profitiert habe, so will ich das. Jüngere Frauen auch von meiner Arbeit profitieren, sagte die CDU-Chefin am Mittwochabend in den ARD-Tagesthemen. Es sei ein schöner Tag für die Frauen gewesen, dass eine scheidende Verteidigungsministerin ihr Amt unter einer Bundeskanzlerin an eine weibliche Nachfolgerin übergeben habe, sagte Kramp-Karrenbauer. Sie sehe es nun aber als Verpflichtung an, dafür zu sorgen, dass dies nicht nur das Bild eines Tages bleibe. Dass Frauen in Führungspositionen berufen werden, müsse auf Dauer selbstverständlich sein. Sie wolle sich dafür einsetzen, dass es zu einer Struktur wird, die auf Dauer trägt. Sagte Kramp-Karrenbauer.
eine Gottkrank-Karrenbauer muss sich rechtfertigen. Abgeordnete müssen Sommerurlaub wegen Akt unterbrechen, Steuerzahler tragen die Kosten. 9.28 Uhr. Eigentlich ist gerade Sommerpause. Im Bundestag, die Abgeordneten sind in ihrem verdienten Urlaub. Weil aber Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen Verteidigungsministerin ernannt wurde, müssen die Parlamentarier ihren Urlaub unterbrechen. Am Mittwoch, den 24. Juli müssen sie für die Sondersitzung in Berlin sein, darüber berichtet die Bild, die ganze Aktion dauert. Nur etwa 90 Sekunden, viel länger wird Kramp-Karrenbauer für ihren Amtszeit nicht brauchen. Nur 44 Wörter ist der Eid lang, ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes und danach wird es zwar noch eine Regierungserklärung von Akt mit anschließender Aussprache geben, aber das ist kein Pflichttermin für den die Abgeordneten zurückgerufen werden müssen. Grund für den ganzen Aufwand ist der Artikel 64 des Grundgesetzes. Laut dem müssen Bundesminister bei der Amtsübernahme ihren Amtszeit vor dem Bundestag leisten. Um beschlussfähig zu sein, muss mindestens die Hälfte der 709 Abgeordneten anwesend sein. Punkt. Glück für die Abgeordneten, Pech für den Steuerzahler. Die Kosten für die An- und Abreise der Abgeordneten wird übernommen. Laut Bild kostete das in der Vergangenheit meistens um die 100.000 Euro, zur Demokratie gehören Kosten. Allerdings sollte die Bundestagsverwaltung dafür sorgen, dass diese in einem angemessenen Rahmen bleiben, sagte Reinhold Snabel. Präsident des Steuerzahlerbundes gegenüber dem Blattpunkt Spahn erfuhr von Merkel telefonisch von Aktplan, dann wurde er ganz still. 8.40 Uhr. Endgültig erfuhr Jens Spahn in einer CDU-Telefonkonferenz, dass Annegret Kramp-Karrenbauer Verteidigungsministerin wird und im Gesundheitsministerium bleiben muss. Sie erörterte von 21.59 Uhr.